traurig ist, dass wir 60% teilweise von den Dingern haben und da war nichts Gutes dran. Heute kaufen wir noch zwei hiervon und noch eins hiervon und das einzige hiervon. Kaufen wir noch eins von denen, ja. Dorothy hat offensichtlich frei. Wir haben den Vollstrecker! Yeah, ein besseres Opfermonster als der König von Yavi Makai! Buja, das ist unser neues, stärkstes Ein-Opfermonster. Der Richter. Faszinierender Kreis. Faszinierend ist, dass zu diesem Zeitpunkt des Spiels der faszinierende Kreis gar nicht mal so schlecht ist. Geier, zorniger Ritter. Eine Harpienschwester. Eine Poli. Yeah, Restruktor-Revolution. Buja. Fallgrube! Yes, eine gute Karte. Funken! Ach, endlich. Die neue Schlüsselkarte. Können wir Muka Muka heraustun. Willkommen. Ich bin schon die ganze Zeit da. Ich habe gerade Packs gekauft. Nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Was? Die Karte Heldenring erhalten. Ich habe überhaupt keine Elemente Heldenkarte. Was soll ich damit? Arsch. Ja, schön. Gibt's mal Puzzle. Oh ja, wir haben ein neues Tutorial hinzugefügt. Ich will keine Tutorials, ich will Puzzle. Wie gehen wir ins DP? Nope, keine neuen Puzzles. So ein blauer gegen Ziese und der kommt dann nicht ins Deck, weil zwei Opfer. Sehr erfreut. Ja, ja, okay. Das neue war im Klassenraum. Bisher war nie was im Klassenraum. Was ist los? Außer diese dämliche Nachricht, die ich nicht so richtig verstehe. Okay, dann, Deckaufbau. Dringende Addition. Erstmal haben wir eine neue Fallgrube. Rein damit, sofort. Dann gucken wir mal eben unter die neuen Karten. Wir haben einen Richter gekriegt, immer her damit. Und ich würde sagen, wir tun nochmal einen faszinierenden Kreis rein. Heldenring. Nach der Aktivierung wird diese Karte als Ausrüstungskarte Bandrüste ein Monster vom Typ Krieger mit einer Attacke von 1,5 oder kleiner hiermit aus. Monster ist Attacke. Die Monster deines Gegners mit einer ATK von 1,9 oder höher können das ausgerüstete Monster nicht angreifen. Das wäre mal nur so Gammelkarten, das gar nicht so schlecht, wa? Und wie waren die Tests im Spiel bisher? Was? Die Tests im Spiel bisher? Was willst du mir sagen, der Braune? Das musst du bitte nochmal umformulieren. Jo, okay. Was wollen wir denn rausschmeißen? Wir haben doch bestimmt noch genug Müll. Wir haben auch noch Stimpak. 10 Fragen. Was für 10 Fragen? Es sind noch keine richtig genialen Tests geschrieben. Ich habe noch keinen Test geschrieben, ich weiß auch nicht, wie man Tests schreibt. Es hat schon mal jemand gesagt, dass man hier angeblich Tests schreibt, aber wir haben bisher keinen Test gekriegt. Dann können wir Megasaula ja endlich mal rausschmeißen. Jo, nun ist die große Frage. Schmeißen wir Verstärkung raus? Ist der faszinierende Kreis mir doch zu dumm? Hat letztes Angebot überhaupt einen Sinn in diesem Deck? Letztes Angebot ist eine mega imbar gute Karte in aktuelleren Versionen. Damals gab es einen Grund, warum letztes Angebot im Starterdeck drin war, aber trotzdem nie gespielt wurde. Weil man einfach nicht die Möglichkeit hatte, irgendwelche mechanischen Viecher unendlich aus dem Deck zu suchen. Da sagt Jaden, dass wir einen Test schreiben. Cool. Die kommen jeden Montag automatisch. Nein, kommen sie nicht. Eindeutig nicht. Wir hatten schon mehrfach Montag. Wir hatten noch keinen Test. Habe ich auch lieber noch das Stimpak als Angriff annullieren drin. Nur Angriff annullieren mag ich eigentlich nicht so gerne. Okay, dann ist das Buggy. Natürlich. Natürlich ist das Buggy. Jo, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir als nächstes? Wir sind wieder an dem gleichen Punkt. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir sollten zu dem See kommen, wir waren an dem See und wir haben wieder kein neues Ziel.
Da läuft immer noch der gleiche Gammler rum, den wir schon zigmal herausgefordert haben. Gehen wir mal einfach in das Gebiet des Sees, würde ich sagen, und gucken uns hier ein bisschen um. Weil wir in das letzte Gebiet in das wir storytechnisch hin mussten. Erishi. Ein Duell, klar. Ich glaube, ich kann einfach Slifer Red schlagen. Ist das ein neuer Duelland? Gravekeeper Deck. Ne, den haben wir doch schon mal herausgefordert. Wir hatten schon mal einen Gravekeeper-Typen. Duell Start. Wir haben unser Geheimwaffe nicht auf der Startern. Das ist immer ein mega Nachteil. Auf der anderen Seite spielt der Regen der Gnade. Also, ey. Grabwächter das Diener. Oh. Das ist natürlich eklig. Für die damalige Generation tatsächlich eine gute Mill-Karte. Dadurch, dass Duelle einfach lange dauern und man viele Angriffe machen muss, weil die Monster einfach schwächer sind. In Richtung heiße Quellen, mehr sage ich nicht. Das ist gut. Ich spoiler dir, wo es weitergeht, aber mehr sage ich nicht. Nein. Lieber nicht. Dafür müssen wir nicht die Hälfte unserer Lebenspunkte bezahlen. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja nett zu wissen, wo es weitergeht, auf der anderen Seite. Das ist die Aufgabe des Spiels, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Was in aller Welt? Beziehungsweise das Spiel muss mir nicht exakt sagen, was ich zu tun habe. Es sollte mir zumindest ein Ziel geben. Und ich habe kein Ziel. Habe ich aber, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das ist quasi Open World. Aber auch nur so quasi, ne? Given, guten Abend. Hey, hey. Das verpasst, wir haben Chess in einem epischen Duell niedergemetzelt. Chess hatte keine Chance gegen uns. Chess war bis jetzt der schwächste Duellant des gesamten Spiels. Schmerzen teilen. Ich teile meine mystische Elfe mit unserem Gegner. War auch eine gute Wahl, die Tomate hätte eine Menge beschworen. Er mildt weiter unser Deck runter. Chess aktuell sein Ojama-Deck oder was nutzt der? Der hatte so eine Art verkapptes Zombie-Deck. Also er benutzt noch nicht seine Ojamas. Nein, John, wir haben ihn platt gemacht und er hatte keine Chance, weil sein Deck so schlecht war. Keine Widerrede. Ich glaube, Alex Storyfortschritt ist zu schnell. Was? Zu schnell? Ich hoffe, das war ein Scherz, ne Braude. Dieses Spiel ist so arschlangsam. Kampfochse, hau drauf. Und Gazelle, neuen Platz. Du gewinnst! Ey, wir haben einen weiteren Level Up! Wir sind jetzt Schulstufe 6. Cool. Was? Ich hab verloren! Ja, dann gehen wir doch mal unauffällig und nicht, weil es mir irgendjemand gesagt hat, zu den heißen Quellen rüber. Ich würde gerne in die heißen Quellen gehen. Sure. Ist niemand da, ich komme an meiner Tagung wieder. Na sowas, das überrascht mich als extrem, dass das so steht. Wo sind denn die Duellanten? Hier liefen doch Mindy, Cindy und Hindi oder wie sie hießen rum. Das ist Fontäne. Was machst du hier? Sei vorsichtig, pass auf, dass du dich nicht verletzt. Bessere Fall, was machst du hier?
Warum quatscht du harmlose Duellanten an? Du willst dich dann auch nicht mehr duellieren. Fortschritt besser als ein Duel Master. Das ist. Fontäne. Okay, also das mit heißer Quelle schien nicht so ein geiler Tipp gewesen zu sein. Jasmine. Ich habe bemerkt, dass du immer versuchst, in die Nähe von Alexis zu kommen. Willst du mich verarschen? Die springt aus dem Busch, wenn wir uns mitten in der Nacht mit Leuten duellieren. In unsere Richtung. Aber sie ist nur an fähigen Duellanten interessiert. Lass mich mal sehen, wie gut du bist. Hey, wir können Jasmine jetzt herausfordern. Ein Stern? Wieso downgraden wir unsere Gegner? Weil sie cool sind, ist die Antwort offensichtlich. Was? Ich will wissen, was sie für ein Deck hat. Weil sie cool sind. Kann ich, seht ihr nur einen Stern? Ich meine, das Spiel hat eine sehr breite Definition von, was sie scheinbar als zwei, also als zwei Sterne starken Duellanten einstufen. Ich kann auch mit Animu nichts, was? Wie ein Kilto Meisterheiler. Oha, da, das sollten wir mal gestören. Jetzt aber! Nein. Okay, Inet sagt nein. Achso, okay, Charter Red, auch wenn du das nicht mehr hören kannst. Restruktur-Revolution, jetzt auch noch Burner. Jetzt geht's aber los hier. Ecto. Ja, das stören wir aber ernsthaft. Nein, nicht Ektoplasm mehr. Okay, sie hat gerade ihre komplette Hand gekillt. In dem Fall machen wir tatsächlich Ehre in der Verdammten. Und sparen uns was auch immer da liegt, was uns Schaden machen soll. Das ist bestimmt irgendein Effekt, und so zumindest, dass wir da wegkriegen. Okay, das Ding war tatsächlich völlig ungefährlich. Das war ein Disgruntled Celtic Guardian. Gut, Zombie-Drache drauf da. Dann machen wir jetzt 3000 Schaden pro Runde, wie es aussieht. Wird schon passen. Riesenratte drauf. Im Notfall hätten wir da noch einen Michisuke. Ich mag Ektoplasma. Ja, aber nicht, wenn es gegen mich eingesetzt wird und wir keine gute Vorbereitung dafür haben. Die wird irgendein Scheiß da hinten um mich mal. Labyrinth des Albtraums. Ich weiß nicht mehr, was das macht. Ändere während der Endphase jedes Spiels die Position aller offenen Monster der Spielfeldseite des. Eieiei, okay. Da haben wir gleich einen Null-Verteidigung-Zombie doch in der Linie. Aber wenn sie keine Monster hat, ist das auch Schnuppe. Zumindest ist die ein leichtes Farmopfer. Also, wenn wir unbedingt DP farmen wollen, dann habe ich das Gefühl. Tada! Da ist unser Opfer. Kommt natürlich jetzt gleich ein bisschen drauf an, wie viele DP sie gibt. Da sie einen Stern hat, vermute ich mal, dass sie nicht viel wert sein wird. Noch eine verdeckte. Wow. Hochspannend. Komm, Monster bitte. Muka Muka! Es war leider nicht das Monster, das wir brauchten. Muck, muck. So ziemlich das eine Monster in unserem Deck, was wir ziehen konnten, was jetzt nicht das Duell für uns gewinnt. Wir brauchen was mit mindestens 1000. Muss man bei Ektoplasmas Effekt nicht sogar am Ende der Runde ein Monster opfern? Oder war das optional? Man muss opfern, ja, das ist ja das Blöde. Das ist nicht optional. Ansonsten wäre Ektoplasma ja auch nicht so nervig. Würde mich dann überhaupt nicht stören. Soll sie ihre Monster abfeuern für die Hälfte ihrer ATK und Schaden unseren Lebenspunkten, wie viel auch immer sie soll. Aber da man halt auf beiden Seiten jede Runde opfern muss und sich quasi ein Deck um Ektoplasma so ein bisschen rumbauen muss, wenn man es benutzen will, ist das gerade ganz am Anfang hier in der Startgeneration, wo wir momentan rumspielen, sehr nervtötend. Und zieht einfach so langsam Monster. Und ist so ein bisschen davon abhängig, neue Monster zu ziehen.
spielen, man in Magic davon abhängig ist, Länder zu ziehen, ist man hier noch davon abhängig, die Monster nachzuziehen. Du gewinnst! Warum hat das eigentlich plötzlich angefangen zu laggen? Als wir gestartet haben, hat das Spiel überhaupt nicht gelaggt. Jetzt plötzlich fängt es wieder an, blöde zu laggen. 95 DP! Och, da können wir ja grinden bis zum Umfallen. Zwei Duelle für ein Pack. Großartig. Das ist genau, was ich mir gewünscht habe. Unmöglich, ich habe verloren! QQ. Na gut, auf jeden Fall werden wir in dem Gebiet wohl bleiben und... ja. Kleine Mädchen farmen, wie es aussieht. Da ist sie wieder! Und offensichtlich ist er auch ein Papagei von sich selbst. Kann genau einen Spruch immer wieder sagen. Weil sie cool sind. Apropos, was hat ihr Deckname jetzt nochmal zu bedeuten? Weil sie cool sind? Was ist cool? Burner-Karten und Heiler-Karten? Hinotama! Gleich spielst du noch Funken. Disgruntled Celtic Guardian, yeah, da ist er wieder. Bodenklappenfalle, so. Hat die eine Karte ausgewählt, die mir Schnuppe ist. Gut. Ja, ich würde sagen, go Riesenratte. Sieht doch schadenstechnisch nach dem besten Zug aus. Wump, wump. Jawohl, Riesenratten, Effekt aktivieren. Holt die Ratten raus. Wobei, wir könnten noch Mucka Mucka holen und nichts spielen. Na, wir holen die Ratten raus. Holt die Ratten raus. Ich Vollpfosten. Hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Ach, guck mal, eine verdeckte Karte. Ja, ja, machen wir jetzt platt. So, Fallgrube. Schöne Kopfjägerin. Da wird sowieso nichts Spannendes liegen, sage ich jetzt einfach mal. Riesenratte, was ist das? Ein Faustkämpfer, weil sie cool sind. Echt nicht gesehen, was du gemacht hast. Das ist gut, Crazy Camel. Niemand hat's gesehen. Und das bleibt auch so. Und schöne Kopfjägerin. Angriff. Da, da. Ich glaub's ja nicht. Nein, diesmal haben wir leider nichts dagegen. Ja. Gut, das heißt, jetzt können wir uns darauf einstellen, Sachen abwerfen und zu opfern zu müssen und so. Na gut, dann opfern wir unsere Ratte. Kann auch den Richter rausholen. Fallgrube haben wir eh schon. Kopfjägerin, kill mal, was auch immer da liegt. Weißer Zauberhut. Und Vollstrecker, hau drauf. Wunderschön.